Da sind wir in der Rückrunde. Von der COC hier am heutigen Abend, den 7.5. Ja, schon so ein kleines Special COC kann man eigentlich fast sagen. Ne? Ja. Im Mini-Format und vor allen Dingen mal Invasion. Ja. Oh, was ist denn hier los? Ist er disconnected? Ja. Mach mal Slow-Mo. Die fand jetzt schon los. Wenn ich jetzt Slow-Mo reinhaue, dann knallen die alle sonst wo davor. Warte mal ganz kurz, ich frag. Lot, was ist denn mit deinen Leuten los? Sind alle raus? Dann sollte man sich ja jetzt hier vorbereiten. Machen alle Disconnect? Okay, Zervi, wir müssen restarten. Die konnten alle nicht abladen. Oh, die machen Reconnect. Also, die haben ja noch Zeit. Ist ja egal. Die haben ja noch Zeit. Spielt ja keine Rolle. Ist ja welche, die können eh noch nicht losfahren. Das ist gerade durchgegeben, dass der Eventplan Restart kann die Sonne aber zuerst nur durchziehen. Vielleicht passt es auch innerhalb der Zeit. Ich bin schon 24 wieder auf deiner Seite. So. Ja, die Sessions bauen hier sich sehr, sehr aufgefächert auf. Wir werden das wahrscheinlich ordentlich Hubs hochziehen. Und okay, also das ist meine Ansage. Dein Team jetzt, Amerikaner, haben eine ganz andere Art von Invasion vor. Während mein Team der letzte Runde halt da mit einem Bradley reingefahren ist, nimmt dein Team direkt gleich den Abrams und zwei Bradleys und einem Lodgy. Aber das macht Sinn. Ich meine, bei einer Flagge, wenn sie da halt wirklich mit einer Fahrzeugmacht reinpreschen, um halt eine zentrale FOB zu bauen und sich halt wirklich erstmal nur auf die erste Flagge konzentrieren, könnte das gut werden, auf jeden Fall. Wir werden sehen. Es geht jetzt zumindest los. Die Invasoren können jetzt K9 losfahren hier. Fahren wir den Lot schon nach Süden. Können wir schon mal Timer stellen? 5 Minuten haben wir bestimmt über 100. H9 GE Big Daddy Switch Channel to Squad 1 on H9. ABOS ist jetzt auch wieder komplett da. Ah, okay, der Lodge fährt nach Süden und die Fahrzeuge nach Norden. Interessant, okay. Der Lodge will hier wohl eine weite Flank machen, weit umfahren. Das ist möglich. Oh, der wird hier unten auf den Tiki treffen allerdings. Oh. Mal gucken. Ja, die werden voll aufeinander heizen. Das wird nicht gut enden für den Lodge, nehme ich mal stark an. Miau. Ach, da hat man hier oben gleich einen Heavy AT losgeschickt. Aber der Heavy AT schießt hier auf den Panzer. Hier ist eine ganz andere Herangehensweise. Man schickt jetzt hier einen Panzer und beide Bradleys im Dreierpack Norden. No, sind beide angehittet. Okay. Ja, der Panzer und der Bradley. Ach, das heißt, ne? Heavy AT. Ja. Das sind die Leute, die keine Fahrzeugabwehrkräfte stehen eigentlich.
Was, bei dir da unten im Süden abgefangen worden gleich, oder was? Ja. Wird hier auf jeden Fall zerstört. Auch gut, die Leute niedergeschossen sind auf zwei Mann. Geben sie jetzt natürlich wieder auf, aber sind da, ja, schlussendlich am Arsch der Welt natürlich da unten im Süden. Spoonie jetzt hier langsam noch am Leben in dem Humvee und fährt jetzt hier die Infanterie um. Die keiner Tier und nichts dabei haben, glaube ich. Ne. Da ist nichts zu machen können gegen das Fahrzeug und Spoonie kann sich jetzt hier einen Spaß erlauben und die permanent umfahren. Da hat jetzt auch Theo gekillt mit dem Umfahren. Sehr schön. Oh nein, er ist geflippt. Oh, Spoonie. Wenn ich jetzt so einen Spaß gehabt, hätte ich jetzt eine halbe Stunde lang immer wieder überfahren können. Wir können nichts machen gegen das Fahrzeug. Schade. Bayern hier. Das, wo nie aufsteigt. Heinz, versuche auf jeden Fall noch ein Valley hochzukriegen. Komm mit. Heinz, versuche auf jeden Fall ein Valley hochzukriegen. Bin dabei. Da zieht hier ein Ember nach anscheinend. Der kann das natürlich haben, die zerstören da. Ah, Spoon steigt aus und überrascht hier Fracker. Wow, was ist denn hier? Das Diamant ist hier mit dem Ding durch die Luft geflogen. Mit dem. Das war ja interesting. Oh, ein B zieht jetzt hier den die Tank, Tanky im Norden. Aber guck mal, hier, also hier sind die Amis jetzt schon massiv auf der Flagge. Leute, die werden gar nicht angezeigt. Ich sehe nur meine Leute. So witzig. Ja, Woody, Seneca, Rektor, Darky, Inex. Und Raketentechie, wo holzen die hier mit Raketentechie? What the f? Von wo? Interessant. Ja, die Leute aus dem Süden sind jetzt. Ah ja, die werden mir auf der Karte gar nicht angezeigt. Wenn ich jetzt nach Norden zu dir fliege, sehe ich die ganze Spiel auf einmal. Auch wieder interessante Bugs hier. Ja, die sind hier wirklich schon ordentlich auf der Flagge, aber diese Spieler sind schon? Nee, oder? Nee, noch nicht. Ja, weiß nicht. Halb ist runter, die Flagge. Ja. Ja. Haben Sie hier mit dem Bradley Hot Club gemacht oder was? Das ja. Weiß ich nicht. Kann sein, ja. Aber das haben sie cool gemacht da. Mit beiden Bradleys und dem Panzer im Norden fahren. Ja gut, dann kannst du ein, maximal zwei Ausfälle haben, aber du kriegst relativ schnell hohen Fahrzeugdruck auf die erste Flagge. Das war clever gemacht. Ganz dreistens vorne an der Brücke haben meine Leute ein Radio gesetzt. Ganz vorne am Fluss, wo man es halt nicht vermuten würde, wo jetzt auch sogar der Lodgy der Amis anlandet, direkt daneben ihr Radio setzt. Das ist natürlich tricky. Das Radio werden sie, glaube ich, nicht so einfach entdecken. Zumal, wenn sie ein Radio hören, denken sie, das ist ihr eigenes, wahrscheinlich. Risky, aber könnte ausgehen. Mein Heinz ist hier rausgenommen worden. Oh, und der Bradley hier aber schon gut Schaden bekommen. Lol. Wir sind hier mit Raketentechie auf den Bradley zugefahren und haben ihm da volle Salbe Raketen gegeben. Allerdings kriegen die ein bisschen zu weit hoch. Ist jetzt hier auch gesolot von Coinfloss, der hier auf der Kreuzung steht. Oh, und sie schaffen das jetzt hier gut. Jetzt haben wir mit zwei M-Labs. Schön hier. Arbeiten jetzt hier mit zwei M-Labs hier einbringen. Haben hier, wie gesagt, jetzt auch hier eine Fab baut.
Ja, hier Baba Yaga oben auf dem Dach. Hat hier ein bisschen Sicht und Korsik hier mit der Mosin. Räumt hier drei Leute ab vom BOS. Tack, 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 hat's gemacht. Korsik, der Tacker. Amber verkühlt sich, ja, aber die Insurgents konnten hier die Amis erstmal wieder gut aus der Flagge schießen. So, Lion hat jetzt von deinem Team, der läuft jetzt zielstrebig auf das Radio zu. Mhm. Ja, markiert es auch schon, gibt es auch schon durch. Spawnt da jetzt massig rein, zwei Squads. Ja. Weil hier unten Spoonie hat einen Humry M entflippt. Entflippt und Spoonie wird jetzt wahrscheinlich nach Norden fahren, das wurde gerade gecallt und versucht da auf Seite vielleicht zu schießen. Und jetzt kommen die Armies natürlich massiv hier rein, aber wirklich massiv. Und als Kameramann hat man hier einfach keinen Überblick, gerade bei den Häusern. Nee, überhaupt nicht. Das ist mir in der letzten Runde schon so gegangen. Da habe ich die Kamera einfach über dem Compound stehen gelassen und habe versucht, so viel wie möglich Bewegung einzufangen. Du verlierst natürlich da die Einzelleistungen ein bisschen aus dem Auge, aber das ist schon echt richtig schwierig. Ja, ich wäre cool, wenn man so die Strukturen, die Wände und so halb transparent machen könnte mit irgendeinem Knopf oder so. Dass du halt besser von oben siehst, was so innerhalb passiert, weißt du, ich meine? Bei manchen anderen Spielen geht das ja auch, aber... Ja. Ja, die Hub ist auf jeden Fall jetzt blockiert, die Amis sind jetzt massiv auf der Flagge, haben jetzt auch die Hub hier blockiert, Heinz neckt sich hier aus dem Norden, nochmal zwei Leute, aber die Flagge, boah, ist gleich schon neutral. Die Insurgents bauen sich im Osten an ihren vier Hubs, die sie da haben, um wieder auf die Flagge drauf zu kommen. Aber wenn du einmal runtergedrängt worden bist, ist es natürlich wieder drauf zu kommen. Wobei der Ost-Compound noch relativ frei ist, da können sie festsetzen, wie letzte Runde es ja auch dein Team getan hat. Ja. Du musst ja nur in die Cap reinkommen. Oh, jetzt sind sie drauf, sie sind ja drauf. Sie sind ja drauf. Ach, ich muss ja nochmal die Dings hier anmachen. Die Cap Zones, aber er macht sie nicht. Zeigt zumindest. Ah, doch, jetzt wieder so dünn, man sieht es kaum. Das ist echt schade. Uni hier ist mit seinem Namen wieder durch die Gegend. Oh, Leute, man kann mit einem normalen M4 beim Humry die Reifen zerschießen. Ja, das ist ja ein Quatsch. Was ist denn das für ein Müll? Okay, gut zu wissen. Dann ist er leider doch nicht so geil. Weil er den echt hart, aber das ist natürlich eine absolute Schwachstelle. Hier lässt sich nicht locker. Er will ja das Bunny auflauern. Was war das denn? War das Kamel oder was? Nee, oder? Hä? Ich verstehe es auch gerade nicht. Ach, ich glaube hier von Rafa, von Norden, glaube ich, kam die Rakete geflogen. Ja, aber die Verteidiger sind jetzt wieder auf der Flagge voll vertreten. Die haben ja richtig böse die Amis hier über den Haufen geschossen und rausgeschossen. Auch hier im Norden Wachtel hat hier jetzt hier direkt einen Blick auf die Hub und gönnt sich. Damit man geht auf die Distanz. Achtung, die Hub ist gleich über. Aus der Hüfte schwierig. Jo. Ja, Wachtel, schöne Position da oben, kann die extrem beschäftigen, holt sich hier den nächsten. Und Heinz und Bamaka. Ah, hier MDV wieder direkt jetzt mit dem Fokus auf die Hub, die ja bekannt ist jetzt von den Amis. Und setzen das zeigt Fokus und pushen die auch schon.
Was ist das für ein Tank, der da kommt? Ach hier, Lorenz mit dem E62. Wurde überrascht von den Lodgies, die direkt an ihm vorbeigefahren sind. Aber krass zurückgekämpft hier, die Insurgents. Leck und Mio. Also, puh. Dann hat die Amis hier rausgeschossen, echt krass. Aber die Amis sind hier nach wie vor in der Cap gut vertreten. Man hat jetzt eigentlich auch Wachen oben wegbekommen im Norden da, der hier wirklich massiv die Amis da hier weggeknebelt hat. Ah, Keule und Gulasch sind aber schon wieder in der Hub. Sind schon wieder in der Cap-Zone. Dann müsste Gulasch nur ein Stückchen noch vor, dann wäre die eine Hub schon mal... Ah ne, Gulasch ist down. Günde! Günde! Du liegst ja im Dreck, Günde! Günde! Warum liegst du da so komisch? Günde! Lorenz jetzt hier direkt mit Blick auf die Hub. Alter, jetzt mit dem T62 drauf. Als meint er es ernst. Und was mir auffällt, ist, dein Team jetzt hier die Amis, die sind halt nicht wirklich auf Feindfahrzeuge vorbereitet. Da sehe ich keine ATs rumspringen, nix. Oh, der hat aber C4 an sich dran. Ja, C4 hat er ja an sich dran, ist aber nicht getrackt. Ne. Und hat die Hub aber jetzt noch nicht runtergeschossen. Könnte er doch eigentlich. Ja, hätte er gekonnt. Hat aber nicht gemacht. Also und ich das schon mal drauf geschossen, aber ich glaube, so 3 jetzt so musst du drauf machen. Und ans Radio ist auch keiner dran gekommen hier. Obwohl das Radio. Das auf jeden Fall, ja. Ich wurde von Line von gecallt. Handy und. Ah, nee. Ja, doch, Handy und Keule haben jetzt hier die eine Hub disabled, die wird jetzt abgeschaufelt. Und jetzt wird wieder gekappt hier. Ja, Wachtel hier im Norden lässt sich echt schmecken, ja. Baba Yaga macht jetzt so ein bisschen den Shop-Caller. Und ja, dementsprechend korte hier auch energisch in den SL-Funk, dass das Team verdammt nochmal auf die Cap drauf soll. Aber ist ja richtig so. Muss man vielleicht auch manchmal mit Nachdruck sagen, dass die Leute sich das nochmal ins Bewusstsein rufen. Man sieht auch sofort, dass nach so einem Core tatsächlich halt dann auf Movement auch auf der Karte passiert. Das hat auf jeden Fall seinen Effekt auch schon letzte Runde gehabt. Im Prolle von Baba Yaga. Ja, und man kommt hier von Osten wieder in die Cap drauf. Also die Amis haben da im Osten keine Kontrolle und somit können die Selbstschutz doch schon immer wieder gut drauf kommen. Und hier die Gebäude sind alle in der Cap-Zone. Also wenn man es wieder festsetzt. Wobei festsetzen ist natürlich jetzt nicht die Stärke von AMDV. Die rennen lieber gleich natürlich vor und wollen wieder jeden. Paul hat es jetzt aber im Norden erwischt. Baba Yaga. Auf was hat denn jetzt geschossen? Keine Ahnung. Aber auch schon Wahnsinn, wie lange hier der T62 hier mitten im Compound überlebt tatsächlich. Also. Ja, und ja, kaum sind halt 3, 4 ins Wirtschafts hier mal auf die Cap draufgerannt. Ja, sind hier auch gut wieder die Amis am Boden, sag ich mal. Machen das ja auch schön, über die Südgebäude zu spielen, möglichst viele Flanken auf ihn, um hier die Amis abzuräumen. Eins hier getradet mit Oberst Papa. Na schön, Baba Yaga, die ganze sicher zwei Leute, glaube ich, sogar rausgenommen. Macht. Ja, jetzt ist hier aber ein schöner Bogen entstanden und ich habe schon das Gefühl, dass die Amis hier, also in dem Fall meine Mannschaft in der Runde den Druck ein bisschen schneller hingekriegt hat auf die erste Flagge. Der Druck auf jeden Fall, ja. Aber können es nicht aufrechterhalten. Wieder,
ein, ja. Sie können es nicht aufrechterhalten, das ist das Problem. Schaufeln hier wieder an der Hub, jetzt Semperfy hier, sich in der Ecke versteckt. Schaufelt jetzt hier an der Hub. Dann wird der T62 hier über Norden an die Hub ran. So, jetzt hat Semperfy die Hub disabled. Ne, er hat nicht die Hub disabled, er geht weg. Ah doch, er hat sie runtergeschaufelt, eine Stufe. Wurde aber jetzt gleich wieder weggeknallt und jetzt wird hier der Kollege Birdos das Ding gleich wieder hochschaufeln. Ja. 86 Tickets. Naja, da hat man ein hohes Risiko gefahren. Ist auch eine Strategie, kann auch gut gehen. Also, Kills sind ziemlich ausgeglichen, tatsächlich. Ja, aber Kills, es ist Invasion, es geht hier um die Flagge. Ja. Und die nee, ich meine, das ist schon mit 80 Tickets ist wenig, 85 Tickets. Mhm. Weil ich sehe jetzt aktiv keinen mehr auf der Flagge. Ja, sie haben jetzt auch die Hub verloren. T62 hat die Hub disabled. Ja. Fährt jetzt auch noch zum Radio. Schiebt jetzt auch hier noch das Radio runter. Allerdings. Ja, kriegt jetzt Besuch vom Abrams aus Westen. Hat jetzt hier schon zwei Hits kassiert. Ist getrackt. Und jetzt brennt er. Ja, das war's für den T62. Aber gut, gegen den Abrams. Ja. Mit dem direkten Kampf gegen die Abrams. Ist der nicht gerade gemacht, die Blechdose? Oder an die Hub. Da sind sie eh am Abbauen gerade. Ja, und jetzt haben die Amis ja keinen Spawn mehr und werden jetzt hier gut surrounded. Auch die ganze Zeit haben sie ja eh schon auch Druck aus dem Norden bekommen, Osten, jetzt Süden. Stecken jetzt hier massiv in diesem Compound hier fest und werden einfach mal Haufen geschossen. Es lebt ja auch, glaube ich, nur noch, ja, in dem Augenblick, wo ich sage. Seneca. Jetzt haben wir einen Verwachter rausgenommen und ja, die Amis liegen komplett im Dreck. Ja. Wow, was ein Schuss mit dem Tank. Die zwei Sorten Tabs sind jetzt auch beide wieder aktiv. Die Amis müssen komplett resetten, sage ich mal. Aber es waren schon noch Manöver mit dem Hubtrapper und auch mit der Hub und so, das war schon gut. Es hat dann immer dann Durchsetzung vor allem langfristig halt gemangelt. Also versuchen die Amis im Norden wieder neu aufzubauen, setzen da oben jetzt ein Radio und wollen ja BOSW hier im Norden eine Hub setzen. Allerdings wird uns auch schon direkt bemerkt, Wachtel und Kamel pushen hier nach Norden. Weil Kamel schon entdeckt wurde. Aber Wachtel, so wie ich Wachtel kenne, würde das hier nicht zulassen. Ja, hier liegt viel im Dreck. Ja, ich glaube, so arg nach Wiederholung schreit dieser Mode nicht, Zervi. Das finde ich schon eigentlich mal echt interessant so. Ganz nice. Als wenn wir hier im Norden im Rallye. Ich finde es nice, also wie gesagt, das hat auch eine gute Koordination und so. Wobei, wie gesagt, ich hier mal TC auch gerne mal ausprobieren würde. Ich glaube, ist auch nice. Tatsächlich. Also gerade jetzt, wenn es nicht so viele Leute sind, ist klar. Wir reden jetzt davon, wenn es im Skirmish-Bereich halt die Spielerzahlen stattfinden. Finde ich da auch gerade Territorial Control auch sehr, sehr interessant. Ja, reagieren natürlich so schnell, pushen direkt Norden entgegen. Haben wir komplett BOS jetzt hier rausgenommen im Norden und ja, die Amis, weiß ich nicht, was meinen sie gerade? Okay, resetten komplett in der Main, bauen uns nochmal komplett neu auf. Mal gucken. Doc James ist hinten im Hinterland unterwegs, hat ja auch eine Hub jetzt bereits rausgenommen von den Insurgents, aber haben eben halt noch zwei Backup im Nordosten und eine direkt auf der Flagge. Mit jeweils zwei Bonbonger. Ja, und pushen jetzt schon die Amis komplett jetzt im Norden entgegen. Kelly ist weg, sind jetzt auch schon am Radio dran.
Ja, 56 Tickets nur noch und weit ab von der Flagge. Keine Was? Möglichkeit mehr, irgendwo drauf zu kommen, ich glaube. Die resetten jetzt halt komplett. Ja, das war der Initial Thrust, den sie da am Anfang gehabt haben, aber der war auch gut und sie waren auch schon auf der Cap, aber und hatte auch schon angefangen, war glaube ich schon zur Hälfte down sogar, aber dann leider, das hat so dieser Nachdruck gefehlt einfach, konnte man nicht mehr reingekommen. Ich habe jetzt böse Befürchtungen. Warum? Und zwar. gut, ich weiß nicht, die Minenmarkierungen sind wahrscheinlich hier von deinem Team. Das heißt, denen ist das wahrscheinlich bekannt. Falls nicht, würden die jetzt gleich böse über die Brücke heizen und da platzen. Jetzt die Frage. Naja, sie haben wohl, dass sie da blind über die Brücke drüber fahren, wo sie ihn von Redakt hatten und nicht auf dem Schirm haben, dass das hier vermint ist. Ah, sie schicken den Ärmel vorher wahrscheinlich als Minenfänger. Da passiert gerade so dran vorbei. Upp, erste Mine. Upp, zweite Mine. Ja, sind sie über beide drüber? Ja, der MLAP. Aber dafür kann der Lodge jetzt durch. Gut, dass sie da den MLAP vorgeschickt haben. Aber jetzt müssen sie jetzt erstmal gucken, ob hier noch mehr Minen liegen. Tun sie aber nicht. Aber es hält natürlich auch, das verzögert alles ungemein. Die Brücke ist glaube ich nicht blockiert, ne, da können wir drauf fahren mit dem Lodgy. Da würden jetzt komplett über Süden komplett neue Flanke aufbauen. Ja, gut, aber 43 Tickets spielen eine halbe Stunde. Da geht auch jetzt, wird nicht mehr viel gehen. Das ist leider. Airstrike coming in, ach, auf dem Panzer wahrscheinlich, oder? Ne, doch nicht. Aber der Panzer ist hier getrackt. Sie wird hier. Hat den Abrams hier schön getrackt. Der hat nur noch gesingelt wird, weil guter Stunde beim BPR weggenommen wurde. Ja, ich meine, sah ja auch schwierig aus, letzte Runde halt für mein Team, aber ich glaube, dass mein Team ja, ein bisschen mehr Potenzial hat, was eben halt diesen Push halt angeht, sage ich jetzt mal. Und deswegen, die sind dann wirklich auch noch gut zurückgekommen. Waren aber vor allen Dingen auch die ganze Zeit auf der, also sie konnten sich zumindest auf der Flagge behaupten, dass sie permanent dann auch irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt auf der Flagge waren. Dein Team jetzt wurde gute dreimal oder so, waren sie voll auf den mittleren Compound drauf? Und wurden dreimal auf Deutsch gesagt rausgeschossen. Ja. Ja, das ist halt dann. That's the different. So. Na, von BOS hier. Not bad. Im weit im Nordosten, jetzt hier im Hinterland, bauen sie jetzt eine FOB. Natürlich eine Richtung, mit man halt nicht jetzt unbedingt rechnet als Insurgents. Das könnte natürlich schon gut werden. Das Problem ist halt einfach, ihnen rennen die Tickets davon. Die haben nicht die nötigen Ressourcen, um jetzt hier so langfristig aufzubauen. Und ja, die Verteidiger Insurgents. Ja, schön verteidigt hier. Also machen gerade weit auf in allen Richtungen. Selbst nach Nordosten. Jetzt kommt hier noch der zweite Panzer. Bei der Abrams. Wird sein Crewman ab, um den anderen zu repairen wahrscheinlich. Ah, T ist vorne eingeschlagen in den Hügel. Den Abrams nicht erwischt. Und hier selbst nach Nordosten wird gerade geguckt und so das BOS hier, ja. Selbst so weit im Hinterland jetzt im Endeffekt direkt abgefangen wird. Oh, und der Frettl kommt hier von Norden jetzt reingefahren mit BOS. Aber nur drei Leute, drei Infanteristen, die sie an Bord haben. Und jetzt landen sie im Südosten an die Amis.
brauchen wir jetzt eine Hub. Nordosten, Südosten ist eigentlich eine gute Ausgangsposition. Nur noch 24 Tickets. Ja. Unterwegs? Nee. Nee, da wird jetzt nicht mehr viel gehen. Und der nächste AT-Schuss, aber man hat hier hat man eine Mini-Kiste da ist? Hört man nicht. Ja, passiert nichts mehr jetzt. Jetzt steht nur noch der Panzer da und macht hier ein paar Kills, aber Squad 1 ist da im Süden nochmal unterwegs von meinem Gedöns, aber da soll Inex gibt jetzt schon durch, das war's. Ja, das sieht nicht gut aus. Vor allem der Bradley hier wird wahrscheinlich auch nicht mehr so lange dort existieren. Er hat jetzt hier schon zwei ATs abbekommen und da ist ein Heavy AT, aber Heinz, glaube ich. Ja, Heinz hat ihn gefinished. Ah, spielen hier schön agil, Verteidiger, pushen jetzt Nordosten auf die Hub. Ja, die Angreifer haben dann irgendwie, das war glaube ich der One and Only Versuch, der hier ganz am Anfang da war, und dann hat man einfach ja keine wirkliche Möglichkeit mehr gehabt, da großartig was zu tun. Da war der Feind dann schon zu gut aufgestellt. Sieben Tickets noch. Selbst im Süden wurde mir schon direkt abgefangen. Ah. Es wird hier unten unterwegs gewesen. Squad 1 liegt hier am Boden. Inex. Kommen auch aus gar nicht annähernd an die Cap heran. Das ist GG. Die zwei Panzer konnten sich wenigstens noch safen, glaube ich. Ja. Waren jetzt Repairen. Die sind jetzt erstmal nicht geplatzt. Und der Bradley. Ah, das war der Bradley. Jetzt ist Wasser gefahren. Das war's. Ja, glaube ich auch. Ach ja, gut, jetzt. Ja, gut. War's das halt auch. Schöne Aktion. Aber gut, die erste Runde war auch anstrengend genug und auch. Ja, war sehr intensiv. Ja, ja. Das ist ganz gut, dass vielleicht jetzt nicht so lange geht. Nee, ich glaube auch, dass das jetzt okay so war für alle. Okay, ja, dann war's das, Jungs. Und bis nächste Woche haben wir die International COC. Da spielt die deutschsprachigen Clans gegen russischsprachige Clans, aber das ist schon so gut wie ausgebucht. Hab noch vier Plätze frei oder drei. Aber gut, wer nicht mitspielen kann, kann sich ja dann die. Kann sich's angucken, genau. Ja. Genau, die Videos anschauen, beziehungsweise ich werde mal gucken, ob ich dafür vielleicht auch mit Delay dann live streame. Weil da werden doch etliche dran interessiert sein, die jetzt selber nicht mitspielen können. Ja. Und die können dann wenigstens direkt live mitfiebern, sage ich jetzt mal. Ansonsten natürlich dann halt als VODs, könnt ihr euch ja dann anschauen. Ich denke, es wird ziemlich interessant. Ja, was von GSC jetzt auch, ist es am 22.05. Auch, doch gegen die Türken? Ja, gegen die Türken. Das läuft über die GSC, läuft das? Deutsch gegen Türken. Ah, okay. Das stimmt, ja. Gesetzt. Hat genau richtig. Da wird es auch noch ein Event geben, das werde ich auch filmen. Ich weiß nicht, ob du vielleicht auch mit Lust hast. Wird man sehen, dass wir da das filmen. Ja. Das ist bestimmt auch interessant. Ja, klar. Ja. Also mal gucken, ich würde es ganz cool finden, wenn es ein bisschen mehr auch ruhig mal so in die internationale Schiene geht. Vor allen Dingen dann so Länder gegen Länder, so mal ganz nett. Vor allen Dingen natürlich dann auch als Zuschauer oder Spieler kann man dann auch immer schon mitfiebern. Das wird's ja. Das stimmt, gut. Das stimmt. Ja. Ja, gut, aber. Wie gesagt, das halt die ganzen Infos dazu, COC-Discord, GSC-Discord und natürlich unsere YouTube-Kanäle und so weiter, da verpasst ihr kein Video. Kann man alles finden. Abonnieren.
Genau. Genau, bei mir. Entweder auf deinem oder auf dem H9 Gaming YouTube-Channel. Genau. Genau. Okay. Also dann, schönen Abend noch an alle. Jo, ciao, Und bis dann. tschüss. Jawohl.